Hey ho Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte euch mein neues Discard-Skelette-Deck vorstellen. Das ist ziemlich erfolgreich zurzeit. Es hat einige Vorteile. Ein Vorteil zum Beispiel ist es, dass du viele Karten nachziehst. Und durch das Nachziehen der vielen Karten kannst du besser auf das reagieren, was der Gegner so macht. Wenn der Gegner zum Beispiel sehr viele Wettereffekte ausspielt und du zum Beispiel den blauen Himmel nicht auf der Hand hast, kannst du viele Karten abwerfen, neue nachziehen, bis du eben blauen Himmel auf der Hand hast. Die Chancen sind jedenfalls höher und dann darauf reagieren, was der Gegner so macht. Das Deck ist auf 3 Runden ausgelegt. Die erste wollen wir gewinnen, die zweite verlieren und die dritte natürlich, da wollen wir den Sack zumachen. Und da bereiten wir uns drauf vor und sammeln die Karten, die wir einfach dafür brauchen und reagieren dementsprechend auf das, was der Gegner so macht. Der zweite Vorteil wäre, durch das viele Nachziehen haben wir in der dritten Runde mehr Karten als der Gegner. Und das ist bei Gwent spielentscheidend. Das Deck hat viele coole Kombinationen. Darauf möchte ich jetzt eingehen. Dann sage ich euch noch, welche Karten ihr auf jeden Fall zum ersten Zug auf der Hand behalten solltet und welche ihr getrost abwerfen könnt. Okay, wir haben hier den Uncrate-Plünderer. Und zwar, lasse diese Einheit auferstehen, wenn sie abgeworfen wird. Darum geht es natürlich hier, wir wollen Karten abwerfen und er kommt einfach mal wieder aufs Feld, wenn er abgeworfen wird. Wir können ihn hier zum Beispiel mit dem hier abwerfen und er erscheint wieder auf dem Feld. Damit haben wir gleich mal eine Kreatur umsonst ausspielen können. Der lässt sich einmal mit dem hier abwerfen oder mit dem Mäusesack abwerfen oder mit der Birna Bran abwerfen. Und jedes Mal erscheint er auf dem Feld. Sehr, sehr cool. So, der Scharmützler erhält bei Auferstehung 4 Basisstärke. Basisstärke, das ist sehr wichtig. Wenn er also stirbt, behält er diese Stärke, die er vorher bekommen hat. Wenn wir ihn also auferstehen lassen mit der Freya-Priesterin, die derzeit leicht verbuggt ist, und zwar lasse eine zufällige Nicht-Heile-Einheit, die eine Bronze-Einheit ist, auferstehen. Zufällig ist das leider nicht. Und du kannst dir nämlich aussuchen, welche Kreatur du auferstehen möchtest. Und da verstehe ich auf jeden Fall nicht. Das verstehe ich nicht unter zufällig. Das ist ja Quatsch. Das wird bestimmt irgendwann mal gepatcht. Aber zurzeit ist das nicht. Deswegen ist das Deck doch sehr, sehr, sehr stark. Und wir können entscheiden, welche Kreatur aufs Feld kommt. Und das wird ein vielleicht stärker gemachter Scharmützler sein. So, ich habe euch ja erklärt, die zweite Runde wollen wir verlieren. Und da ist die Ciri, da kommt die Ciri ins Spiel. Und zwar kehrt sie auf die Hand zurück, wenn du die Runde verlierst. Und wir sorgen dafür, dass der Gegner, weil wir die Ciri ausspielen, auch eine Karte ausspielen muss. Aber wir bekommen diese Karte ja wenigstens wieder zurück. Das ist cool. So, wir haben den Geralt, er ist einfach sehr, sehr stark. Damit könnten wir zum Beispiel die erste Runde gewinnen, der würde uns da auf jeden Fall helfen. Oder die dritte Runde natürlich gewinnen, dadurch, dass er einfach sehr viel Angriffsstärke hat. So, eine Kombination, die wir ganz zu Anfang machen sollten, wäre der Dämon-Piraten-Captain. Er ist immun gegen Nebel, genauso wie der Pirat. Und bekommt jemals 3 Stärke, wenn eine Kreatur abgeworfen wird. Wenn wir es also mit dem Piraten kombinieren, wir spielen ihn aus, dann spielen wir den Piraten und werfen alle anderen Piraten, die wir im Deck haben, die hier also, aus unserem Deck auf den Friedhof. Dadurch würde er 6 Angriffsstärke dazu bekommen und hätte insgesamt 7. Das ist für den Anfang wirklich, wirklich cool und wenn wir dann dementsprechend so weitermachen, wird er immer wieder hochgebufft. Und wir haben Kreaturen, die wir auferstehen lassen können. Die Freya-Priesterin lässt, wie gesagt, zufällige Kreaturen auferstehen, je nachdem, welche gerade nützlich ist, welche wir gerade brauchen, die können wir dann auferstehen lassen. Wir könnten zum Beispiel die hier auch benutzen, um die Freya-Priesterin auferstehen zu lassen, die wiederum eine andere Karte auferstehen lässt. Da kann man richtig coole Kombinationen machen. Die hier lässt zum Beispiel eine Nicht-Gold-Einheit auferstehen, erhält jedes Mal eine Stärke, wenn eine Einheit aufersteht. Auf die kann man also auch aufbauen. Der hier zieht eine Karte nach und wirft eine ab. Genauso wie der Mäuse sagt, das ist quasi die Erweiterung von dem hier. Der wirft 2 Karten ab und zieht dafür 2 nach, ist aber golden, bleibt also auch auf dem Feld und ist nicht so leicht wegzubekommen. Wenn ihr also die hier spielt, die hier auferstehen lässt oder den hier auferstehen lasst, weil ihr gerade eine Karte sucht,
Dann könnt ihr wieder eine abwerfen und wieder nach einer Karte, eine Karte eben nachziehen. Ich erkläre lieber erstmal alle zu Ende. Ablenkungsmanöver, nimm eine Nicht-Gold-Einheit auf deiner Schlachtfeldseite wieder auf die Hand. Wenn ihr zum Beispiel den hier wieder auf die Hand nehmt, nachdem ihr ihn ausgespielt habt, dann könnt ihr wieder eine Karte abwerfen, wieder eine nachziehen. Wie gesagt, falls ihr irgendeine Schlüsselkarte sucht, die ihr braucht, wie die Mithriumbombe oder Stammelsfortbeben, oder einfach noch eine Karte auferstehen lassen wollt, dann könnt ihr natürlich auch die hier. Das ist halt so die gängigste Kombination, die ihr da machen könnt mit diesem Ablenkungsmanöver, die jedenfalls Sinn macht. Dann haben wir das Beben, wie gesagt, verringere die Stärke aller gegnerischen Nicht-Gold-Einheiten um 2. Das wäre ganz zum Schluss in der dritten Runde sehr, sehr wichtig. Das würde den Gegner dann so überraschen und er würde ihm sehr, sehr viel Schaden zufügen, wodurch wir dann im Endeffekt auch gewinnen können. Die Mithriumbombe ist auch sehr wichtig, das ist auch eine Karte, die man von Anfang an auf der Hand behalten sollte. Setze die Stärke aller Einheiten auf die Basisstärke zurück. Wenn der Gegner also seine Karten großzügig aufgepusht hat, dann können wir das alles wieder rückgängig machen und dahin war es mit seiner ganzen Stärke. Unsere betrifft das dann natürlich auch, aber so viele Karten, die wir da hochbuffen, haben wir nicht. Von daher da ruhig Blut. Eine coole Kombination wäre das mit zum Beispiel unserer Heldenfähigkeit. Und zwar generieren wir 2 Uncrate-Krieger aufs Feld. Die verlieren etwas Angriffsstärke. Das können wir dann wieder rückgängig machen mit der Dimitrium-Bombe. Dementsprechend sind die dann am Ende stärker. Als Source Donner ist der praktisch, wenn wir eine Kreatur, die jetzt der Gegner als Schlüsselkreatur benutzt, die er zum Beispiel extrem hoch buffen kann oder die einen sehr nützlichen Effekt hat, die können wir damit vernichten oder eben schwächen. Dann blauer Himmel, was man immer gegen Monster auf der Hand behalten sollte. Löst alle Wettereffekte, also entfernt alle Wettereffekte auf dem Feld. Da könnt ihr den Gegner natürlich dann am Schluss auch noch ganz schön überraschen. Wenn ich mein Control-Monster-Deck spiele, habe ich immer ziemlich Angst vor dieser Karte. So, Wiederherstellung ist eine Karte, die man am Anfang nicht auf der Hand braucht. Die ist aber für die dritte Runde ziemlich cool. Ihr könnt mit ihr eine Karte, eine Einheit auferstehen lassen und sie die Basisstärke um 2 verstärken. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel die hier auferstehen lassen mit der Karte. Die hier könnt ihr dann benutzen, um die hier auferstehen zu lassen. Und die hier könnt ihr dann benutzen, um den hier auferstehen zu lassen. Und mit einer Karte habt ihr dann mehrere Karten wieder vom Friedhof aufs Feld geholt. Und der Gegner sieht dann schon ziemlich alt aus, weil die auch wieder die ganze Zeit hochgebufft wird. Da muss er dann drauf reagieren. So, der Donner hinter. Ziehe eine Karte, wirf eine zufällig ausgewählte Nicht-Gold-Karte aus deinem Deck ab. Der erscheint aber dann beim Gegner auf dem Feld und verstärkt die gegnerische Statistik halt eben. Ja, also die Kraft. Genauso wie die Birnabran ebenso, die erscheint auch beim Gegner auf dem Feld. Bei ihr ist es aber, ziehe 4 Karten, behalte eine davon und wirf die übrigen ab. Da würde ich natürlich immer noch sowas hier suchen, dass ihr das auf der Hand behaltet. Alles andere könnt ihr natürlich wiederbeleben, sowas hier eben nicht. Wie gesagt, ihr könnt da drauf reagieren, was der Gegner so macht. Die zwei hier und die Ciri, die sind was für die zweite Runde. Die möchten wir auf der Hand behalten, weil wir sie in der zweiten Runde spielen wollen, Karten nachziehen und den Gegner dazu verführen, mehrere Karten auszuspielen und dann in der dritten Runde eben den Sack zumachen zu können. Welche solltet ihr behalten? Ihr solltet auf jeden Fall den Dämon-Piraten-Captain behalten, dazu einen von den Dämon-Piraten. 2 Karten, die ihr abwerfen könnt. Die Ciri, die Birna, der Donner. Das Ablenkungsmanöver ist okay, muss man aber nicht unbedingt. Die Mithriumbombe und Stammelsfort Beben auf jeden Fall. Und der Svan Riege, die sollten sich einen besseren Namen für die Typen ausdenken. Svan Riege, den solltet ihr auch auf der Hand behalten. Damit könntet ihr schon am Anfang sehr, sehr gute Kombinationen starten. Unsere Fraktion hat auch einen richtig coolen Nebeneffekt. Dadurch, dass wir die Sache hinauszögern und in der dritten Runde beenden wollen, hat unsere Fraktion die Fähigkeit, dass unsere Einheiten pro Runde, die verstreicht, eine Basisstärke dazu bekommen. Das heißt, eine Freya-Priesterin hat zum Beispiel in der ersten Runde eine Stärke, in der dritten Runde dann 3. Und das macht die ganze Sache natürlich viel, viel stärker in der dritten Runde, wo wir den Sack zumachen wollen.
dann haben die ganzen Einheiten, die wir dann wiederbeleben lassen, natürlich eine sehr hohe Stärke. Also nicht nur das, was wir auf der Hand haben, sondern allgemein unsere ganzen Karten auf dem Friedhof oder im Deck. Okay, cool. Sollte es mit den ganzen Kombinationen gewesen sein. Am besten seht ihr das natürlich, wenn ich das jetzt vorstelle in einem echten Szenario. Von daher, bis gleich auf dem Schlachtfeld. So, da wären wir auch schon und wir spielen als erstes gegen Monster. Für den Ruhm von Skellige! Für den Ruhm von Skellige! Okay, gucken wir mal, was wir behalten gegen die Monster. Wir brauchen die hier auf jeden Fall nicht. Dass wir die zwei hier haben, schon mal super. Weg damit. Die Mithrium-Bombe auch sehr, sehr wichtig. Die brauchen wir nicht. Vielleicht ziehen wir einen der Piraten nicht. Wetter bleibt auch. Unsere letzte Chance auf einen Piraten. Leider keinen Piraten gezogen. Schade. Aber nichtsdestotrotz. Der spielen wir jetzt einfach einen von diesen Zermützen. Sieh einer an. Wir haben auch keine Sachen zum Abwerfen. Und der spielt irgend so ein scheiß Nebling. Ich fass das nicht. Dann spielen der wir halt noch einfach nicht. Soll meine Eier fressen. Sieh einer an. Wir müssen erstmal dazu bekommen, die Sache zu passen. Die erste Runde muss auf jeden Fall an uns gehen. Die zweite werden wir dann. Boah, cool, die Kombination habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Also die dritte wird er wahrscheinlich auf der Hand haben. Spiele alle Kopien der Moomin-Einheit aus deinem Deck aus. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn du das zusammen mit den Hexern. Könnte ich mir ziemlich mächtig vorstellen. Also damit hat er schon mal 5 mehr als wir. Die wäre super zum Abwerfen, ne? Könnten um 6 reduzieren. Die möchte ich mir aber lieber für einen von denen aufheben. Das wäre schon mal besser. Wir haben leider keine Karte auf dem Friedhof. Wir haben aber ziemlich Pech gehabt jetzt, ne? Dann spielen wir die jetzt einfach raus. So, dann haben wir 5 mehr. Hauptsache, wir gewinnen die erste. Seht ihr? Genau dafür habe ich dann den Donner aufgehoben. Da lohnt es sich auch, die wegzumachen. Oh, jetzt spielt er Eredin. Der ist auch darauf erpicht, die erste Runde auf jeden Fall zu gewinnen. Ich merke das schon. Jetzt haben wir aber jetzt nicht die tollsten Sachen, um die erste Sache zu gewinnen. Und eine Dimitrium-Bombe will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt raushauen. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt wirklich doof. Aber so wie es scheint, muss ich halt echt eine Dimitrium-Bombe raushauen. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Wir hauen erstmal die hier raus. Und gucken mal. Vielleicht haben wir Glück und der zerstört eine von unseren. Was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. Nee, er passt. Er passt, er passt. Super. Und? Und jetzt? Wir können nur hoffen, dass er irgendwie nichts groß Buffendes hat, ne? Und die zwei jetzt extra dafür rauszuhauen, also zwei Karten, ist heftig. Vor allem ohne den Effekt da auszunutzen. Und doch, wir haben eine Karte. Ach, den Donner. Ja, das war's, ne? Das war's. Ey, ich glaub's nicht. Bam. Scheiße. Ist eigentlich immer so mein Joker für die letzte Runde. Und die dann ganz am Schluss gespielt, ist dann eigentlich immer ganz nice. Okay. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal.
spielen wir erstmal die Bena Bran aus. Nehmen den auf die Hand. Oder das Stammelfortsbeben. Das wäre ehrlich gesagt besser. Ja, das wäre besser. Es ist langweilig, hier zu stehen. Damit haben wir die Möglichkeit, in der letzten Runde wenigstens noch seine Kreaturen zu schwächen. Dann spielen wir den dann noch aus. Jawohl, Ciri, das ist super. Dann können wir die als letztes spielen. Widerstand ist zwecklos. Und Ciri raushauen. Jetzt wird er noch eine Karte spielen müssen. Widerstand ist zwecklos. Jetzt haut er halt die raus, die ihm halt nicht so viel bringen, ne? Auf die er jetzt nicht so viel Wert legt. Aber okay. Wir beenden unseren Zug oder passen. Jetzt kommen wir in die letzte Runde und Ciri bekommen wir wieder zurück auf die Hand. Damit haben wir eine Karte mehr als er. Das ist schon mal gut. Und können mit dem Mäussack ein paar Karten nachziehen. Und die hier aufs Feld bekommen, das ist doch schon mal super. Überlegen wir mal. Erhalte jedes Mal 3 Stärke, wenn du eine Einheit abwirfst. Wäre also jetzt gar nicht mal so schlecht. Was spielen wir denn doch? Okay, ein Trio hat er nicht zusammengekriegt. Jetzt spielen wir mal den Mäussack. Okay. Einen haben wir ja schon abgeworfen. Viel kommt deswegen da nicht zusammen, ne? Also, die werfen wir auf jeden Fall ab. Die hier sollten wir vielleicht nicht abwerfen. Aber die können wir wieder überleben. Deswegen werfen wir den Demon Piraten. So. Unser Captain wird gebufft. Da hat er schon mal 9 Stärke. Das ist schon mal prima. Und die haben wir gleichzeitig aufs Feld bekommen. Und jetzt können wir noch Ciri spielen. Das spart Zeit. Und ganz zum Schluss schwächen wir dann alle seine Kreaturen. So, da hat er die hochgebufft. Das ja genau deswegen brauche ich einfach die Dimitrium-Bombe. Wenn er die jetzt noch verdoppelt mit dem Scheißhorn, dann haben wir ein Problem. Aber gut, jetzt benutzen wir erstmal unsere Heilerin. Und lassen ein bisschen was auferstehen. Also den Man. Es geht nichts über einen Raubzug im Frühling. Er hat natürlich verbrennen. Ganz klar. Der konnte jetzt unsere stärkste Einheit vernichten. Die können wir aber wiederholen und ist gleich mal um 4 Punkte stärker. Und jetzt spielt er auch einen Wettereffekt. Damit haben wir ja gerechnet. Und spielt sogar auf alle Felder, das ist ziemlich heftig. Können wir aber dementsprechend auflösen. Und unsere Einheiten bekommen wieder ihre richtige Angriffsstärke und seine Neblinge. Dadurch, dass sie nicht mehr im Nebel sind, sterben auch. Und da kommt das Horn. Und das rettet ihn aber nicht. Wir haben trotzdem, ohne, auch wenn wir unsere Karten noch nicht eingesetzt haben, immer noch einen Punkt mehr als er. Und dementsprechend haben wir das Ding gerissen. Tada, 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 tada. Das ist schon mal cool. Ja. Wir quälen nicht weiter. Mit einem Punkt gewinnen wir. So, die erste Runde geht an uns. Tada, tada, tada. Okay, da konnte ich jetzt natürlich nicht alle Kombinationen zeigen. Wenn wir noch ein paar Spiele machen müssen. Gucken wir erstmal, was wir an Kriegsbeute bekommen. Und jetzt gibt es die erste Überraschung. Und zwar habe ich Stufe 20. Also seit der letzten Aufnahme habe ich so einiges privat gespielt. Und die ganze Sache nicht aufgenommen.
Ich wollte erstmal ein paar Decks zusammenstellen, die ich euch dann im Nachhinein präsentieren möchte. Und das ist jetzt einer der Sachen, die eben rausgekommen ist, und zwar dieses Discard-Skellige Deck. Und das werden wir jetzt ausgiebig die Woche lang spielen. Und demnächst habe ich jetzt auch ein neues Deck fast zusammen, das euch auch wirklich interessieren würde. Ich kann mir vorstellen, dass wir so einiges reißen. Okay, wir bekommen 5 Erz und den Berserker. Schon mal cool. Okay, Leute, dann springen wir direkt mal ins zweite. Reihen schließen. So, da sind wir und kämpfen zum ersten Mal irgendwie heute gegen Volltest. Ja, das ist eine erfrischende Abwechslung. Gucken wir mal. Der bleibt auf jeden Fall. Wir haben einen Dämon-Piraten, das ist sehr gut. Den Captain haben wir auch, das ist auch gut. Dann tauschen wir die doch mal aus. Einen von denen. Brauchen wir aber keine 2. Und die brauchen wir auch nicht. Und dafür haben wir Donner. Es ist okay. Es ist okay. So, wir fangen an. Deswegen würde mein erster Zug mit dem hier starten. Und dann können wir den Dämon-Piraten spielen und den erstmal hochbuffen. Dann hat insgesamt 7 Angriffspunkte. Der wird jetzt auch fröhlich Karten nachziehen. Da könnte er jetzt Verstärkung einsetzen und seine kompletten Kameraden rufen. Und die würden dann gleichzeitig gebufft werden. Das ist richtig cool. Also sowas sollte man eigentlich... vernichten. Wenn sich die Chance ergibt. Vernichten wir den mal. Nicht, dass er seine Kameraden ruft. Wie gesagt, die erste Runde müssen wir auf jeden Fall für uns entscheiden. Jetzt kann ich nur hoffen, dass er den Captain nicht tötet. Wer interessiert sich schon für Schuster? Niemand. Jetzt setzt eine Karte. Und wir können ganz in Ruhe den hier erstmal buffen. Und damit hat er gleich mal 7 Angriffspunkte. Und wir insgesamt 13. Damit legen wir schon mal ein bisschen was voraus. Formieren. Jetzt bufft er die hier um 4. Nur 2 Punkte mehr als wir. Okay, spielen wir den hier aus. Ziehen eine Karte nach und werfen eine ab. Jawohl. Die wird aber beim Abwerfen aufs Feld beschworen. Somit haben wir gleich mal eine ganze Ecke mehr Punkte als der Gegner. Und können die auch gleich wieder auf die Hand zurücknehmen. Zum Glück hat er nicht den hier vernichtet, das ist schon mal super. Nehmen wir ihn doch mal auf die Hand zurück. Können wir ihn gleich nochmal ausspielen. Los jetzt! Okay. Die Karte hier beschwört nach 2 Runden, wie ihr hier seht. Nochmal eine Version von diesem hautigen Jäger. So, spielen wir den erstmal aus. Haben eine Dimitrium-Bombe, das ist cool. Und können die hier nochmal ausspielen. Und der hier wird weiterhin gebufft. Oh, das schwächt er sie. So, jetzt sind wir genau auf 19 Punkte. Spielen wir ganz einfach unseren Scharmützel aus. Gut ist. Achso, jetzt kommt der Tippi noch aufs Board, hat einen Punkt mehr als wir. Jetzt passt er aber. So, wir müssen aber eine Karte ausspielen. Jetzt ist halt die Frage, welche. Für die zweite Runde haben wir leider keine Schlüsselkarten. Das ist sehr, sehr schade. Und das hier hätte ich mir zu gerne für die letzte Runde aufgehoben. Dann lassen wir ganz einfach etwas auferlegen. Gut ist. So, anders geht's nicht. Wir wollen die erste Runde gewinnen. Und vielleicht ziehen wir noch die Bernabran nach oder sowas. Das wäre natürlich toll. So, beenden wir die Sache. So, die erste Runde geht schon mal auf uns. Oder an uns.
Jawohl, die Birna Bran haben wir gezogen, leider nur eine. Da können wir wenigstens zwei Karten ausspielen für die zweite Runde. Das ist, ist leider Notfall, aber es ist okay. Es ist okay. Na gut. So, haben wir sie mal raus. Da haben wir den hier gezogen, das ist schon mal super. Aber Wiederherstellung ist halt auch geil. Aber den Döner an Hinder. Ich glaube, den nehmen wir. Ich glaube, wir nehmen den Döner an Hinder. Jawohl. Nehmen wir dann nochmal. Dann wird einer von denen hier beschworen. Das ist jetzt aber gerade nicht so wichtig. Sag, dass das ein Witz sein soll. Ich will euch einfach mal die Kombination zeigen. Okay, die macht er zu Silber. Damit kann er sie nochmal beschwören, wenn er möchte. So, hauen wir den Döner an Hinda raus. Jetzt haben wir blauer Himmel nicht. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir wirklich nicht. Das war jetzt ein Fail. Das war jetzt ein Failzug. Zerschmettert das Gewürm! Ich bräuchte aber ganz dringend was zum Wiederbeleben. Weil die haben wir jetzt ziemlich verschwendet. Spielen wir die halt noch? Bringen wir es hinter uns. Okay, er spielt Geralt. Und jetzt könnten wir eigentlich nur das gute Wetter ausspielen. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er irgendwie irgendwelche Wettereffekte einsetzt. Wenn er jetzt passen würde, hätten wir eine Möglichkeit zu gewinnen. Seinen 53 Punkten. Lasst mich kurz rechnen. Er kommt dann auf 39, wir sind dann bei 35. Dimitrium-Bombe ändert da leider auch nichts. Nee, leider haben wir da keine Möglichkeit. Leider nicht. Leider nicht. Hätten wir eventuell gehabt, hätte ich nicht den Bastard genommen. Der Mäusack. Der bringt uns nichts. Scheiße. Der bringt uns wahrlich nichts. Leute, besprechen wir das später. Okay, was macht die denn? Spiele jedes Mal eine blaue Streifeneinheit aus deinem Deck aus, wenn eine Goldkarte auf deiner Seite erscheint. Okay, jetzt wird er wahrscheinlich Goldeinheiten ohne Ende raushauen. Wir hauen aber erstmal eine von uns raus. Der Geralt. Okay, er kann eine wiederbeleben. Belebt er den Penner wieder. Dann belebt er noch den hier wieder. Und die wird zur Goldeinheit. Er ruft dann noch den hier zusammen und... Das ist böse. Das ist wirklich böse. Gucken wir einfach mal, was wir eventuell abwerfen. Vielleicht ziehen wir noch irgendwas total Geiles, was ich unbedingt brauche. Damit können wir eine von den Heilereinheiten wiederbeleben. Was uns auf jeden Fall Möglichkeiten gibt. Was mehr gibt als die hier. Also. Tauschen wir mal aus. Ciri und die hier weg. Damit kommen wir nämlich auf viel mehr. Ich gebe mein Bestes. Verringert die Stärke von einer gegnerischen Einheit um 4. Damit hat er Geralt verringert. Der Sack.
Die möchte ich dann doch eher ganz zum Schluss spielen. Wir müssen die hier ausspielen. Und jetzt einfach nur noch hoffen, dass er kein Verbrennen hat. Okay, er verringert um 2. Das ist vollkommen okay. Das macht mir jetzt nichts aus. Die spiele ich doch nicht zum Schluss. Weil hier könnte er zum Beispiel... Hier könnte er das Horn haben. Und das wäre sehr, sehr schlimm für uns. Deshalb spielen wir die hier aus. Uns behüten und beschützen. Holen die wir hier zurück. Ihr, der Jungfrau, Mutter und, und spielen den hier der aus. Krake soll meine Eier fressen. Sieh eine an. Und jetzt haben wir gute Chancen. Kommt darauf an, was es ist. Es ist Verbrennen und damit macht er unseren Elfer kalt. Dann war das natürlich jetzt die falsche Reihenfolge, aber was sollen wir machen? Okay, wir könnten es trotzdem schaffen. Damit setzen wir alles zurück. Damit haben wir jetzt schon mehr als er. Und er hat das Ding beendet. Er hat aufgegeben. Und somit haben wir gewonnen. Tada, tada, tada. So funktioniert das Deck. So easy. Wir haben gewonnen. So, jetzt daheim sind wir unsere Kriegsbeute ein. Und oh, wir erreichen Stufe 21. Wir bekommen 75 Erz noch dazu. Ja, schon mal geil. Können wir gleich gemeinsam... Können wir doch gleich gemeinsam ein Pack öffnen. Und gucken, was da drin ist. Vielleicht haben wir Glück und da ist eine goldene drin. Das ist schon mal nice. Bam, bam, bam. Okay, da ist jetzt nichts dabei, was ich noch nicht habe. Und das ist jetzt leider auch nichts Besonderes. Und die bringen mir jetzt auch nichts. Das ist eigentlich nur ein anderes Bild von der Karte, die ich eigentlich schon habe. Und von denen habe ich schon 3. Also was soll's. Ist ein Sammelkartenspiel. Von daher sammle ich einfach das, was ich noch nicht habe. Und gut ist. Okidoki, Leute. Das soll's gewesen sein. Baut das Deck nach, probiert es aus, es lohnt sich auf jeden Fall und macht unheimlich Spaß. Ich habe noch ein paar andere Matches verlinkt, den Guide zum Beispiel von meinem Monster Control Deck. Da auch unbedingt mal reingucken, das Deck macht auch sehr, sehr viel Spaß. Und ansonsten noch ein Tutorial, wer sich mit dem Game noch gar nicht auskennt. Einfach mal reingucken, einen Daumen nach oben, ich würde mich mega freuen. Ansonsten ein Abo, verpasst ihr auch keine weitere Folge und keinen weiteren Guide. Wir sehen uns im... Nächsten auf Wiedersehen, meine Leute. Ciao, ciao.